Gitarren aufgerissen. Läuft. So, fertig los. Zweites Set beginnt.
Charlie tut, der wirklich zu Herzen geht. Wir werden oft gefragt, alles schön und gut, aber habt ihr nicht was von aber da? Und dann sagen wir immer, aber klar. Und das ist ein ganz modernes Lied. Nee, eigentlich nicht, weil früher gab es ja noch richtig Telefone, die noch geschellt haben und keinen Vibrationsalarm hatten. Und davon handelt das Lied mit dem Titel Ring, Ring. Hier noch gar nicht gesehen. Ja, wir haben ja einen sehr, sehr guten Sänger, aber der konnte heute leider nicht. Deswegen ist Tommy. Nee, Quatsch. So, wir machen jetzt ein Lied von, wie heißt er? Jack White? Nee, ich verwechsel die beiden immer. Jack White. Roy Black, der war's. Zusammen mit Anita Wigmar, unser Mädchen aus Schweden heute, mit dem Titel Schön ist es auf der Welt zu sein. Wie süß, ja.
Jenny bei euch dachte ich. Das ist wegen ihrem Cello, ne? So, jetzt dürfen wir den Kapodaster nicht vergessen. Ich habe letztens ein Bild gesehen von, wie heißt der neue Präsident in England, der John Johnson, ne? Ja. Der hatte letztens den Kapodaster an der Gitarre und hat dann hier gegriffen. War natürlich auch gut. Das ist die gleiche Liga wie Trump. Ja, genau. Sieht doch genauso aus. So, das passiert Tommy hoffentlich nicht. Wo schlägst du jetzt die Seiten an? Links oder rechts? So, wir haben natürlich wieder einen Titel von den Beatles, klar. Da müssen sie jetzt durch. So, und das Lied heißt We Can Work It Out. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt aber richtig abgefahren. Jetzt kommt ein Titel von Conny Frohbös und damit eröffne ich die Badesaison. Sie haben ja hier, glaube ich, sogar einen Hallenschwimmbad, oder? Mit Badehose oder ohne? Pack die Badehose ein. Ich habe nicht geübt. Thank you.
So, jetzt muss unsere Conny Frohböse. Ach, ich sollte ja noch die Band vorstellen, ne? Das darf ich auch nicht vergessen. Das sind die Snickers. Nee, warte mal. Smarties. Entschuldigung. Die Smarties natürlich. Hinten am Schlagzeug für den Groove zuständig. Das ist Tobi. Als Gäste. Ist nicht richtig? Doch. Du warst ja auch nicht ganz sicher gerade, ne? Nee. Er wohnt hier direkt am einzigen Fjord Deutschlands an der Schlein. Oh. Ist nicht weit. Am Cello heute mit dem Stachel und das Cello hat auch eins. Das ist Jenny, unsere Sängerin aus Stecksweg. Das ist hier auch ganz in der Nähe. Und hier an der Gitarre heute John Sherrison und John Lennon. Er muss heute für zwei arbeiten. Das ist Tommy, auch aus Stecksweg, glaube ich. Ja, und mir ist aufgefallen, wir haben lange nichts von den Beatles gespielt. Und wir wollen jetzt mal ein wunderschönes Liebeslied spielen, wo wir auch den Chor da hinten wieder brauchen. Bum Bum kennen Sie ja schon. Jetzt kommt noch die Liebe dazu. Sie müssen jetzt immer Love, Love, Love singen. Ist vom Text her ganz simpel. Ungefähr an der richtigen Stelle. Wir versuchen es zusammen. Bereit? Bereit? Yeah.
Denn ich glaube, so langsam kriegen wir sie. Wir machen hier einen Beatles-Fanclub auf. Los, noch eins von den Beatles. Wir haben sie gerade. Jetzt sind sie gerade im Schwung. Vielleicht können wir mal eine Polonaise tanzen zur Auflockerung. Wir haben das passende Lied dazu. Nee, warte mal. Jenny spielt eine Gitarre. Ja, man wird älter. Er ist jetzt schon, wie alt bist du? 12? 13 schon geworden. 13 ist er schon. Krass. Ja. Danke, der Applaus geht mir, glaube ich. Vor 13 Jahren, es war eine heiße Nacht in Palermo. So, bin bereit, Gitarre ist. Erstmal reinkommen. Erstmal rufen. Erst mitklatschen und dann Polonaise. Die große Stunde von Tobi. Er wird jetzt versuchen, gleichzeitig Schlagzeug zu spielen und auch noch zu singen dazu. Das ist nicht leicht. Tobi schafft das. Das konnten nur ganz, ganz wenige bis jetzt. Wie zum Beispiel Ringo Starr. Der hat ja auch bei den Beatles mal gespielt. So. Ja, ohne Text geht doch nichts, ne? In dem Alter. Und auch nicht mehr alles merken. Man hat schon in der Schule genug Stück. Wer hat sich da vorhin verspielt? Ich glaube, das war's. Ach, letztes Jahr meinst du mal.
Und wie kommst du nach Hause nachher? Man kann so einen Ratequiz machen, Fehler ziehen. So, jetzt haben wir genug gescherzt. Haben wir die Stimme alle? 4 Stimmen, wir haben es zumindest probiert. So, jetzt kommt kein geringer als Mr. Soul himself. Mr. Begrüßen Sie mit mir, Mr. James Brown. Oh, hoi. Schick. Geben Sie Ihren Gefühlen freien Lauf, schreien Sie ruhig mit. Yeah.
So, jetzt will ich mal verraten, wo die Kinder herkommen, also genau genommen, wo sie gezeugt wurden. Ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, aber es war damals in Heiter. Ich muss vorher noch mal eine Preisfrage stellen an Sie. Wir sind ja hier dicht an der Schlei. Und da wollte ich mal fragen, warum es in der Schlei keine Haie gibt? Weiß das jemand? Ist Ihnen das aufgefallen beim Schwimmen? Ja? Nee? Ja, hier ist doch Hai-Tabu. So, und da in einem Winkel erzählt, klar, es ist damals passiert und das wollen wir jetzt erzählen, die Geschichte. So, Tommy fängt an mit der Gitarre. Fertig, los. Wir müssen ein bisschen mitklatschen. Er ist ganz alleine, ohne Schlagzeug jetzt.